have our much hyped panel on embracing innovation, which is going to examine Germany's role in a digital world. And we are very pleased to be bringing you this panel with a high-level German cabinet member. She's going to give us her up-close insights on digitization and Industry 4.0. A quick note, she's going to give a welcome address in English. The panel itself is going to be in German. If you're not feeling up to the task of listening to a German panel this early in the morning, we have these two guys, raise your hands in the blue with the headsets. They will give you a translation service if you'd rather have an English translation. So just see them, they'll get you sorted in the next couple of minutes. So I want to introduce you now to our very special guest and the chair of this panel, a German cabinet minister. Her work is focused on advancing and shaping the framework for implementing the digital agenda. And she herself has a special interest in the IT sector and aerospace technology. Please join me in giving a very warm welcome this morning to the German Minister for Economics, Brigitte Tsipras. Welcome. Good morning, ladies and gentlemen. When Thorsten Oelke first told me about Cube Tech Fair, I didn't need much convincing. I'm certain that this is exactly the type of event we need in Berlin. And Thorsten, thank you very much for taking the initiative and putting this up. In recent years, Germany has seen a rise of dynamic startup scene. More than 300,000 startups, companies are founded every year in Germany. And Berlin certainly is one of the most vibrant places. And I think that, it is one of the vibrant places, but I'm going to say this later on. We, of course, have a federal system in Germany, and so it means that we do have other places as well. We just walked by the RWH Aachen and other places. Even at the beginning of the digital age, trade fair has always been excellent places for dialogue and networking. And networking works at this place, as I could notice at Twitter last night. Thorsten even managed to get sunshine for the networking, which is quite good at these days. I think it's important that we get startups and established companies together. This is something we do in the ministry as well, and this is the idea of this fair. The idea is to have the startups presenting what they're doing, and we know that there are a lot of established companies working together with Cube or are being partners with Cube, and so you fit these together. We did this in the ministry. We started it in the Ministry of Economics actually 2.5 years ago with various themes, it's quite a good working thing, and we are fully booked also for our next health startup night at the end of this month. We are already fully booked. To help the startups in their way, we have launched various initiatives to support startups. Because we are convinced that if we want to develop our economy in the way it's going now and keep it up, we need fresh startups, fresh ideas, and so we are going to give them money. We have the Exist stipendium to start with. Once you are a little bit on your way, you get Invest, and we now decided to have 2 billion new fresh money for putting it in the startups afterwards. And of course, we in Germany now have a lot of private investors also, which give money to startups. One of the latest initiatives we did just two weeks ago is the so-called Digital Hub Initiative. The idea is to have certain sites in Germany where startups, scientists, SMEs, and large corporations can work together. We have so far selected 12 cities to be digital hubs to various themes like finance or security or others.
And at the Republica on Monday, I was asked to make sure that that every of the German lender can have one of those digital hubs. So people obviously think it's a good idea, and we'll try to do that. But this also points out that Germany does not have one Silicon Valley, but rather many small valleys. You probably know Hamburg, especially for media. You know Frankfurt, especially for fintech. You know Köln, Bonn, the region. You know Aachen and others. In addition to our efforts to promote startups, we also want to make Germany a leader on what we call Industry 4.0. And this is why we had set up the Industry 4.0 platform. It's now one of the largest initiatives in the world to this theme, with more than 300 members from more than 100 organizations. The platform serves to promote dialogue between industry, science, politics, and the unions. All the expertise held by these stakeholders is brought together and helps us pave the way for the digital economy. Industry 4.0 will bring about a great deal of change, and this means that we do have to work together with the unions. They are going to play a strong role in this process, and therefore I'm glad that Bernd Osterloh is going to sit with us on the podium, because he is one of the strongest leaders in the companies. Industry 4.0 plays to Germany's strengths. Manufacturing and related services account for more than half of Germany's GDP. And these sectors provide jobs for more than 8 million people in Germany. And we want the German industrial sector to remain one of the most advanced in the world. And to make this happen, we need to be attractive for investors. Innovation policy for the future should have two targets for the next few years. First is to increase our R&D spending from 3% to 3.5% or even more of our GDP. And the second target is to double the volume of venture capital investments in Germany. Getting these targets fulfilled will help us become more attractive for innovation. But private sector initiatives, such as CubeTech Fair, are just as important as government policy. I trust that this fair will give rise to new innovation. So thank you again, Thorsten, for organizing this. And I'm looking forward to walk around and see what you are presenting. Minister Tsipras, for your insights and for your commitment to promoting innovation here in Germany. I'd like to invite you to stay with us here on stage and lend your expertise to our panel while we bring out our panel moderator, Lea Steinacker of Wirtschaftswoche. Lea, I'm going to hand it over to you. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie sitzen da wunderbar. Ja, guten Morgen auch meinerseits. Es geht jetzt in Deutsch auf Deutsch weiter. I'm going to speak in German, but I think there'll be translators in English. Wir haben ein sehr hochkarätiges Panel hier mit der Frau Ministerin Tsipras. Außerdem freue ich mich noch über die folgenden Gäste. Wir haben den Vorsitzenden des Gesamt- und Konzernbetriebsrats sowie ein Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der Volkswagen AG, Bernd Osterloh. Herzlich willkommen, Herr Osterloh. Außerdem haben wir den Geschäftsführer des Bundesverbandes der Informationswirtschaft für Telekommunikation und neue Medien, dem Bitkom, und das ist Bernhard Rohleder. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Und außerdem haben wir die Geschäftsführerin eines der führenden digitalen Kunststoffwerke für die europäische Industrie, dem Walder Kunststoffwerk, und das ist Frau Monika Villalba. Herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt die nächsten 30 Minuten zum Thema Embracing Innovation, Germany in a Digital World. Ein englischer Titel, ein deutsches Panel, und wir wollen darüber reden, wie es um die Innovationskraft in Deutschland steht, wer sie fördern kann und sollte, wo es vielleicht noch Nachholbedarf gibt
Und wir haben alle hier zu trinken und die Mikrofone bereit. Frau Ministerin Tsipras, Sie haben ja vor einigen Wochen in 124 Seiten den Bericht zur digitalen Agenda veröffentlicht. Und in den letzten 4 Jahren hat sich in Deutschland diesbezüglich sehr viel getan. Gibt auch noch viel zu tun. Sie haben uns jetzt gerade gesagt, Sie möchten Deutschland auch zum Leitanbieter und Anwender für die Industrie 4.0 machen. Wo sehen Sie uns denn schon als Vorreiter, Vorreiterin im Bereich Industrie 4.0? Ist ja ein Begriff, der kommt sogar aus Deutschland, aus dem Saarland. Wo sehen Sie uns da aktuell? Also ich glaube, wir sind da aktuell sehr gut aufgestellt. Gerade bei Maschinen- und Anlagenbau sind wir ja deutschlandweit führend. Und dass wir die Maschinen und Anlagen smart machen und den Prozess smart machen, genauso wie das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, das Produkt smart machen, davon könnt ihr ja was erzählen. Das ist wichtig und da sind wir gut aufgestellt. Wir erwarten in diesem Jahr eine Steigerung von über 20% an Industrie 4.0 Anwendungen für die deutsche Wirtschaft. Das heißt also, es geht tatsächlich voran und von daher mache ich mir da keine so großen Sorgen jetzt erstmal. Aber wie ich gerade schon sagte in meiner Rede, wir brauchen halt mehr Forschung noch und Entwicklung, weil der Grundsatz bleibt ja bestehen. Deutschland kann nur weiter vorne bleiben, wenn wir weiter so innovativ sind, wie wir es sind. Wir werden mit den Arbeitskosten nie irgendwo Konkurrenz machen können zu anderen Ländern. Und deswegen kann es nur so gehen, dass wir über Innovationen den Vorsprung halten. Und dafür brauchen wir eben Forschung und Entwicklung. Herr Osterloh, Frau Tsipras hat es gerade schon angesprochen, Smart Devices. Die künstliche Intelligenz spielt auch hier eine große Rolle. Das ist natürlich auch für die Automobilindustrie sehr relevant. Sie beschäftigen sich viel mit der Vernetzung von Fahrzeugen, von Geräten etc. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Infrastruktur und einer politischen Umgebung und auch einer gewissen Geschwindigkeit. Würden Sie sagen, dass wir da in Deutschland gut aufgestellt sind? Gut, wenn ich das mal aus Volkswagen-Sicht sagen darf, haben wir bei Volkswagen in den letzten zwei, drei Jahren Geschwindigkeit aufgenommen. Vorher war dieses Thema IT, Industrie 4.0, war nicht unbedingt so der Hauptanspruch von Volkswagen. Und ich glaube, das, was wir mit den Labs an den unterschiedlichen Standorten, mit der Finanzierung, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben einen Innovationsfonds, den wir 2006 und 2009 als Betriebsrat mit dem Unternehmen verhandelt haben. Aus diesem Innovationsfonds werden genau diese Labs, diese Innovationen, die neue IT, auch das Thema künstliche Intelligenz wird da gefördert mit einer Summe von 20 Millionen Euro je Innovationsfonds, wo der Betriebsrat mitentscheidet. Und man muss ganz einfach sagen, ein Auto hat 4 Räder und hat einen Verbrennungsmotor, zumindest im Moment. Und so war auch die Gedankenwelt. Und das, was wir heute haben, dass wir an den unterschiedlichen Standorten haben. Und wir haben gestern gerade in Wolfsburg IT City eröffnet, also ein Reallabor, um im Endeffekt das ganze Thema Innovation schneller auch umsetzen zu können an einem Standort mit 1500 Menschen. Ich glaube, das zeigt, dass wir bei Volkswagen gerade in den letzten 3 Jahren Geschwindigkeit aufgenommen haben und dass das in die richtige Richtung geht. Das kann ich eigentlich auch so für die Kollegen aus der Automobilindustrie auch sagen. Okay, es geht in die richtige Richtung. Herr Rohleder, Sie sind CEO des Bitkom. Sie stehen immer im regen Austausch mit der Politik. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik auch im Auge hat, was da für Veränderungen auf uns zukommen, was Arbeitsplätze angeht, was neue Prozesse etc. angeht? Da wird eklatante Veränderungen geben müssen auch. Haben Sie das Gefühl, dass da ein Blick drauf geworfen wird? Das Gefühl habe ich. Und manchmal würde ich mir wünschen, man wäre in den Vorstandsetagen der großen Konzerne so weit, wie man an der Spitze der Politik bereits ist. Also an der Stelle haben wir sicherlich kein Defizit, aber die Politik muss natürlich immer schauen, dass sie das Wünschenswerte mit dem Machbaren in Einklang bringt. Und insofern wird manchmal einfach zu kurz gesprungen. Gleichzeitig denke ich, dass wir doch sehr stark auf die Schnittstellen jetzt gucken müssen, also auf die Technologieschnittstellen. Und da werden wir oft gescholten in Deutschland. Wir würden zu wenig können, aber gerade bei Technologien, die absolut disruptiv sind, das gilt für künstliche Intelligenz, das haben Sie eben erwähnt, aber auch für den 3D-Druck, dort sind wir weltweit führend. Was wir nicht können, ist Plattform und das müssen wir dringend lernen.
3D-Druck, sagten Sie gerade, sind wir weltweit führend. Dann gehen wir doch mal ganz ins Praktische rein. Wir haben eine Vertreterin des Mittelstandes hier, Frau Villalba. Das Walder Kunststoffwerk wurde 1958 von Ihrem Vater gegründet. Sie leiten es seit 2001. Beschreiben Sie doch einmal für uns, was das für Sie im Alltag bedeutet, die Vernetzung von Mensch und Maschine. Wie sieht das bei Ihnen mittlerweile schon aus? Wir haben da verschiedene Ansätze. Einmal arbeiten wir mit der RWTH Aachen zusammen, da haben wir eine Kollaboration. Da werden in einem Projekt mit Button, so wie man das von Amazon kennt, der Amazon-Button im Kühlschrank, so werden da Button hergestellt oder programmiert, wo praktisch die einzelnen Produktionsschritte, die einzelnen Maschinen miteinander verbunden werden, damit die im Einzelnen die Produktionsschritte weitergeben. Dann machen wir selber im Moment eigene Projekte mit dem Bosch XTK. Das ist praktisch ein Sensor, den man selber programmieren kann. Haben auch festgestellt, dass den selbst normale Mitarbeiter mittlerweile programmieren können, was für uns sehr wichtig ist, weil die Mitarbeiter im Hause kennen ja am besten ihre eigenen Maschinen. Von daher haben die den besten Einblick, was brauche ich an Daten, was gebe ich weiter. Denn bei einem gewachsenen Werk haben sie ja die Problematik, dass sie halt Maschinen der verschiedensten Generationen haben und die müssen sie alle miteinander verbinden. Ein moderner Leitstand, neu gekauft, ist ja sehr einfach. Aber jetzt Maschinen verschiedenster Generationen zu verbinden mit Sensorik, hat schon was. Aber es klappt. Es klappt. Ja. Sehr schön. Frau Villalba, wollen Sie noch direkt darauf reagieren? Gerne. Ja gut, ich wollte gerade das ganze Thema Mitarbeiter programmieren selber. Bei Volkswagen brauchen wir Personal, gerade für diese neuen Geschäftsfelder, für diese Innovationen. Und das ist im Großbetrieb ist das vielleicht anders als in kleineren Firmen. Ne? Also da wird immer auf Formalqualifikation geguckt. Hat der oder die überhaupt ein Studium? Und wir haben jetzt zum Beispiel neues Personal für den IT-Bereich gesucht. Und wenn das Personalwesen daran geht, wenn jetzt einer hier ist vom Volksmann, wird sagen, das ist so schlimm ist das nicht. Die gucken erstmal, ist die Formalqualifikation in die Richtung vorhanden. Und wir haben, nachdem wir festgestellt haben, dass wir angeblich nur 10 Leute haben, in Wolfsburg bei 67.000 Beschäftigten, die man im IT-Bereich einsetzen könnte, haben wir einen Aufruf über die Betriebsratszeitung gemacht. Und das Spannende war, es sind 300 Bewerbungen eingegangen. Wir haben 42 Kandidaten ausgewählt oder eingeladen. Davon waren 23 außer Produktion, es waren 13 Angestellte und die hatten alle nicht die Formalqualifikation IT. Und das Schöne ist, wir haben 15 IT-Nachwuchskräfte bekommen, 2 Frauen leider nur. Das Durchschnittsalter sind 27 Jahre und die sind aus 9 verschiedenen Geschäftsbereichen. Und für mich ganz wichtig, ne, also ich komme mit dem iPhone trotz meines Alters mittlerweile auch ganz gut klar. Also diese Suche immer nur nach IT-Spezialisten mit einer Formalqualifikation halte ich für den falschen Weg. Ich persönlich glaube, man muss auch nach Affinität, nach was macht einem Spaß, was begeistert einen und was kann ich eigentlich. Danach muss man Menschen aussuchen heute für solche neue Technologien, für solche neuen Techniken. Das heißt, wie haben die das dann bewiesen? Haben die sich das selber angeeignet, diese Programmierkenntnisse? Oder waren das Menschen, die einfach, wie Sie gerade sagten, die Motivation hatten, die Passion für das Thema hatten? Oder? Also die Kollegen zum Beispiel, die aus der Produktion kamen, die haben teilweise 3 Schichten gearbeitet an der Montage, die in der Lackiererei und haben zu Hause als Hobby, als nebenbei sich bei diesem ganzen Thema IT qualifiziert, also haben sich selbst qualifiziert, haben natürlich auch Lehrgänge mitgemacht, also auch privat bezahlt. Und, aber die hat man natürlich nicht auf dem Schirm, jedenfalls nicht als Personalwesen, als Unternehmen. Und die haben natürlich auch einen Test gemacht und man hat festgestellt, dass die teilweise besser mit ganz bestimmten Programmiersprachen, mit anderen Dingen klarkommen, als Menschen, die vielleicht die Formalqualifikation dafür haben. Und wir haben diese 15 IT-Nachwuchskräfte ausgewählt aus diesem Kreis von 300 Menschen. Könnte also noch ein bisschen diverser sein, wie Sie selber sagten, aber es scheint ja zu klappen. Bleiben wir mal bei innovativen Strukturen, wie Sie sie gerade angesprochen haben. Sie sprachen von den Digital Labs. Da haben Sie nun also in bestimmten Einheiten sozusagen die Innovation verankert. Ist das sinnvoll, das in so einem zu clustern? Sie sagten ja, das ist die Digital Labs, glaube ich, haben in Berlin gestartet. Wie kann man das denn vernetzen im ganzen Unternehmen, um da auch wirklich dann den Push ganzheitlich zu gestalten? Ist das sinnvoll in einer Einheit? Ja, erstmal gibt es unterschiedliche Aufgabenstellungen. Wir haben jetzt gerade das neueste Lab in Barcelona aufgemacht, was sich mit dem ganzen Thema Verkehrsfluss beschäftigt. Wir haben in München ein Lab, wo es um das Thema Massendatenauswertung geht. Wir haben das Ideation Hub hier in Berlin. Also wir haben schon unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichen Aufgabengebieten. Und deswegen kann man nicht sagen,
ich sag mal, alle machen das Gleiche. Gesteuert wird das durch den zuständigen Verantwortlichen. Aber die Aufgaben an den Standorten sind unterschiedlich und das klappt zumindest meiner Auffassung nach gut. Und manchmal lohnt es sich auch, ein bisschen mehr zu investieren, weil die Ideen an den Standorten, ist ja nicht so, dass man die, so wie es eigentlich in der Industrie mal üblich war, jahrelang verfolgt, sondern ist die Idee gut, dann betreibt man sie weiter, ist die Idee nicht so gut, dann schmeißt man sie vielleicht nach 8 oder 12 Wochen weg. Ja, das ist natürlich ein Umdenken, wir haben ja gerade über einen Vorstand gesprochen, in großen Unternehmen, das ist natürlich eine Arbeitsweise, die kennen die gar nicht. Also deswegen, ich finde es gut, dass wir an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Aufgaben haben, dass es da einen Hauptverantwortlichen gibt, aber die Innovation, die Kreativität, ja, das ist, glaube ich, besser, wenn man das ein bisschen unkontrollierter lässt vom großen Konzernhauptsitz. Mhm. Darf ich mal fragen, mit wem ihr in den Labs zusammenarbeitet oder ist das alles nur VW? Das ist unterschiedlich. Wir arbeiten mit Hochschulen zusammen, mit Universitäten. Wir arbeiten mit Start-ups zusammen oder wir machen es auch alleine. Wir sind gerade dabei, das eine oder andere Start-up uns anzugucken, ob wir das nicht nach Volkswagen übernehmen, also aufkaufen. Aber das ist unterschiedlich. Kann man jetzt nicht sagen, dass wir, es gibt nicht die Form der Zusammenarbeit, wie man sich das vielleicht vorstellt. Thema Zusammenarbeit mit Startup, sehr gutes Stichwort. Wir wollen die etablierte Wirtschaft mit den Startups zusammenbringen. Darüber haben Sie auch gerade gesprochen, Frau Zypries. Herr Rohleder, was macht denn der Bitkom, um genau diese Verbindung auch zu fördern? Wie kann man da nicht nur drüber sprechen auf einem Panel? How do you walk the talk? Was machen Sie ganz speziell zur Förderung der Verbindung von Startups und der etablierten Wirtschaft? Also wir machen ganz viel auch Veranstaltungen wie diese oder unterstützen Veranstaltungen wie diese, aber unabhängig davon, glaube ich, ist es ganz wichtig, Unternehmen vielleicht auch ein paar Tipps zu geben. Und Herrn Osterloh würde ich einen Tipp geben, Startups bitte nicht zu kaufen, sondern ihnen die Eigenständigkeit zu lassen und damit auch die Dynamik der Unternehmen zu erhalten. Das halte ich für ganz wichtig. Eine unserer Schwächen bei der digitalen Transformation ist, dass wir zu langsam und nicht frech genug sind. Wir würden nie mit einer Bitterversion rausgehen. Das entspricht nicht unserer DNA hier in Deutschland. Wir haben ein System ausentwickelt und durchgeprüft, bevor wir damit in den Markt gehen. Und diese Reife, die wir jedem Produkt geben, das ist mit einer unserer größten Schwächen. Und da, glaube ich, müssen wir mutiger sein in dem Sinne, dass wir einfach frecher sein müssen. Und da versuchen wir als Bitkom, das war Ihre Frage, Brücken zu bauen, sodass große Unternehmen auch diese Grundhaltung von jungen Unternehmen besser lernen können. Also auch die Grundhaltung für Risiko, nehme ich an, einen Raum für Risiko zu schaffen. Wir wissen, in Deutschland schafft es ja jedes, ich glaube, 10. Start-up wirklich zum Markterfolg. Würden Sie sagen, wir haben dann sogar global 10%? Die Zahlen gelten generell. Würden Sie denn sagen, wenn ich das jetzt so von Herrn Rohleder da auffassen darf, dass wir hier nicht genug Raum für Risiko geben oder schaffen? Oder sagen Sie eigentlich, haben wir ganz viel Mut in der deutschen Start-up-Szene? Nein, das, was Herr Rohleder da gesagt hat, bezieht sich ja nicht nur auf die Start-up-Szene, sondern bezieht sich vor allen Dingen auch auf die etablierte Industrie. Also auf meine Frage, warum eigentlich große deutsche Automobilunternehmen nicht mal mit Elektroautos rausgekommen sind. Früher war die Antwort, wir können es uns nicht leisten wie Tesla, dass eine Batterie hochgeht und das Ding verbrennt. Das geht nicht. Das können wir mit dem Image, was wir haben in der Welt, nicht hinbringen. Und da müssen wir irgendwie sehen, dass wir da ein bisschen dran arbeiten, nicht, dass die Autos brennen sollen, aber dass man vielleicht doch mal sagt, committen uns mal zu echten Versuchsautos oder was weiß denn ich, keine Ahnung wie. Aber das war ja der Ansatz von Herrn Rohleder und ich glaube, das ist in der Tat deutsche DNA. Es muss immer alles erst 100%ig fertig sein. Und die Amerikaner verkaufen eben die Sachen schon, ehe sie es überhaupt das erste Mal entwickelt haben. Ja. Die haben ja nur eine Idee und erzählen die dann schon so, als sei das Realität. Da ist überhaupt noch gar nichts dahinter. Ich meine, das kann dann natürlich auch ziemlich schief gehen, wie man an dieser Frau mit den Bluttests gesehen hat. Aber allerdings, ja. Aber Sie plädieren auch für ein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit in der Industrie sowie in der Start-up-Szene. Beziehungsweise können wir ja, wahrscheinlich klar, das brauchen wir auf alle Fälle. Ja. Frau Willalber, Sie haben ja auch in ein Start-up investiert, beziehungsweise in einige, vor allem im Bereich Industrie 4.0. Wie sieht denn Ihre Zusammenarbeit aus? Wie kommunizieren Sie mit Start-ups? Was machen Sie aus der Wirtschaft heraus mit den Start-ups? Also wir haben über unsere Website generieren wir also auch Anfragen von Start-ups,
arbeiten eigentlich gut mit denen zusammen, haben natürlich dasselbe Problem, was hier beschrieben wird. Es dauert einfach zu lange, bis das Produkt in den Markt kommt. Das ist auch bei uns genauso. Also es ist nicht so, dass man mal mit einer Beta-Version in den Markt geht und mal versucht und mal verkauft, sondern es dauert halt sehr lange, bis dieses Produkt endlich auf dem Markt ist. Und dann haben viele Startups das Problem, dass diese Idee im Grunde genommen aus dem Ausland schon kopiert ist und auf dem Markt ist. Und das ist ein großes Problem in der Richtung mit Startups. Mit Startups zusammen. Wie ist denn aber Ihre Kommunikation auch unter Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit den Startups? Passiert da viel Austausch? Ja, direkt. Also wir haben hier in Berlin unser eigenes Digital Lab. Wir haben also im WeWork einen eigenen Arbeitsplatz, haben da sehr gute Netzwerkverbindungen, haben dadurch direkte Verbindungen auch mit Startups, weil das WeWork besteht aus Startups. Ja, haben da direkte Verbindungen zu und die kommunizieren auch mit unseren Mitarbeitern. Also wir arbeiten mit Microsoft Teams. Die chatten untereinander und sind untereinander verbunden. Also man kann sich direkt austauschen. Es geht also nicht immer über die Firma selber, sondern die Mitarbeiter der Startups und unsere Mitarbeiter kommunizieren untereinander. Herr Osterloh, Sie haben eben schon über die Stellenbeschreibung gesprochen. Wie läuft die Digitalisierung speziell in Bezug auf das Personal bei Ihnen ab? Wir müssen wahnsinnig viele ältere, weisere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jüngeren, frischen Perspektiven zusammenbringen. Wie schaffen Sie das? Das ist ja auch eine Transformation wirklich von Bedürfnissen, Mitarbeiterbedürfnissen, aber auch Anforderungen, Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Da muss Umbildung geschehen. Wie schaffen Sie das? Gut, wir haben als Volkswagen, ich würde mal sagen, eine dreifache Herausforderung. Wir haben das Thema Volkswagen-Krise, das Thema Dieselgate. Wir haben das Thema Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität weiterzuentwickeln. Wir haben natürlich das ganze Thema Digitalisierung in Deutschland. Und wie bewegen wir unsere Menschen? Wir haben im Rahmen des Zukunftspaktes ein Budget von 100 Millionen Euro vereinbart zur Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist natürlich nicht so, wie sich das jeder vorstellt. Da gibt es ein paar, die sind nicht veränderungsbereit. Es gibt aber viele, und das habe ich versucht vorhin klarzumachen, wo man wirklich mal gucken muss, was können die tatsächlich? Also wir sind ja, wenn wir darüber diskutieren, dass das vielleicht alles ein bisschen lange dauert in Deutschland, dann diskutieren wir auch immer darüber, dass man auf diese Formalqualifikation guckt. Und das ist das, was mir persönlich als Betriebsrat stinkt. Wo guckt man eigentlich, was Menschen können, welche Hobbys die haben, was sie persönlich begeistert, wo sie auch ihre Stärken haben. Ja, und wenn ich irgendwas studiert habe, irgendeine Ausbildung habe als Industriekaufmann, als Werkzeugmacher oder sonst was, kann ich ja trotzdem, wenn ich Interesse habe, mich weiterqualifizieren. Wir versuchen, die Menschen da abzuholen, was sie können. Und haben da, ob das die technische Entwicklung ist, ob das der Finanzbereich ist, aber auch in der Produktion Erfolge. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt immer Menschen, die sind jetzt nicht mehr veränderungsbereit. Das sind übrigens nicht nur alles 60-Jährige, die nicht veränderungsbereit sind. Man findet auch Menschen, die Ende 20, Anfang 30 sind, die nicht unbedingt veränderungsbereit sind. Und da versuchen wir als Betriebsrat mit dem Unternehmen zusammen mit diesem Budget auf diese neuen Aufgaben vorzubereiten. Klappt, ich sag mal, zu 80-90% gut. Über den Rest muss man diskutieren. Die muss man sehen, wie man die mitnimmt, wie man im Endeffekt eine Entwicklung schafft. Aber Herr Roder, übrigens noch ganz kurz zum Thema Startups und wie so ein Industrieunternehmen funktioniert. Ich lade Sie gern mal ein, hier in Berlin ins Ideation Hub zu kommen und mal zu gucken, wie Volkswagen sich da entwickelt. Ne? Also es ist nicht nur ein alter, großer Industriekonzern, ne? Weil das gilt bei unserem Vorstand übrigens auch genauso. Ne? Bevor man mal jemanden in so ein Lab kriegt, ne, vom Konzernvorstand, um mal zu zeigen, Herr Müller ist da ein bisschen anders unterwegs, der hat ja mal Informatik studiert, aber größtenteils ist es so, dass sie sich gar nicht vorstellen können, welche Arbeitsformen agiles Arbeiten, haben wir noch gar nicht drüber geredet, welche Arbeitsformen es heute gibt, wie wir auch schon in so einem Riesenunternehmen heute schon unterwegs sind und arbeiten. Also kommen Sie gerne mal vorbei, die Frau Geffers ist hier an unserem Stand und lassen Sie sich mal zeigen, was wir da machen. Ja, ich sehe schon. Yes. Herr Rohleder, wir sprachen jetzt gerade über die beschleunigten Anforderungen, dass das alles für einige vielleicht auch viel zu schnell geht. Trotzdem wird immer wieder kritisiert, dass Deutschland im Bereich der digitalen Bildung ja relativ weit hinten ist und immer hinterherhinkt. Sehen Sie das ähnlich? Würden Sie sagen, da ist Nachholbedarf?
Wer ist da gefragt? Also wir haben unser Bildungssystem ja so kompliziert gemacht, wie man Bildungssystem nur kompliziert machen kann. Wir haben Zuständigkeiten zentral beim Bund nur für die Berufsschulen, den ganzen Rest bei den Ländern. Dort werden die Curricula gemacht und die Schulen, und da geht es dann um die Lern- und Lehrmittel, gehören wiederum in aller Regel den Gemeinden. Noch komplizierter geht es nicht, und das passt definitiv nicht mehr in die heutige Welt. Das ist das eine. Und das zweite, wir stopfen junge Menschen 20 Jahre lang voll mit Bildung. Und dann reißt der Bildungsstrom von einem auf den anderen Tag ab, wenn die Universität sie ausspuckt und in den Arbeitsmarkt gibt. Und dann sind die Unternehmen gefordert, sind darauf nicht vorbereitet. Und ich glaube, wir müssen da ganz neu ran. Wir müssen ganz neu ran und auch unsere öffentlichen Institute, die Universitäten, Fachhochschulen, umbauen zu Institutionen, die in der Lage sind, diejenigen, die ihre Kunden waren, nämlich Studenten, vielleicht auch Schüler, ein Leben lang in ihrer Bildungskarriere zu begleiten. Das kann nicht nur Aufgabe der Unternehmen sein. Thema Institutionen. Frau Zypries, im Moment wird die Digitalisierung ja quasi aus drei verschiedenen Ministerien verantwortet. Deshalb vielleicht einmal die Frage, wäre es denn sinnvoller, Innovation und Digitalisierung zu bündeln? Was halten Sie denn von einem digitalen Ministerium? Das ist ja meine Lieblingsfrage, wie man weiß. ja, gar nichts. Ich sag's gerne nochmal. Ich glaube, dass das echt eine Debatte von gestern ist, um nicht zu sagen von vor drei Legislaturperioden, da wurde das ja auch schon diskutiert. Es ist nicht besser geworden, oder was heißt besser? Es hat sich eben einfach noch sehr viel weiterentwickelt, die Digitalisierung. Überall ist Digitalisierung drin, und deswegen macht es keinen Sinn, zu sagen, ein Ministerium muss Digitalisierung machen. Das funktioniert nicht. Also es muss überall da gemacht werden, wo Gesetze gemacht werden, überall da muss digitale Anwendung mitgedacht werden, und dann würde man nur im Grunde dieses eine Ministerium verpflichten, ständig mit allen anderen zusammenzuarbeiten. Es gibt enorme Reibungsverluste, und das kann kein Mensch wollen. Also deswegen gilt es da wie bei Europa auch, das machen wir ja auch in jedem Referat, was sachlich sich mit Schuldrecht beschäftigt beispielsweise, das macht auch das europäische Schuldrecht mit. Und genauso muss es auch sein, wer im Gesundheitsministerium an der Gesundheitskarte arbeitet, der muss natürlich die Digitalisierung damit machen und kann sich jetzt nicht nur Gedanken machen über die Abrechnungssysteme. Sehen Sie das ähnlich, Herr Rudeda? Würden Sie sagen, eine Innovationseinheit auch für den Bund macht keinen Sinn? Eine Innovationseinheit oder Innovationseinheiten gibt es ja. Es sind ja CIOs des Bundes eingerichtet worden. Ja. Aber wir brauchen schon auch Koordinierung, und ich glaube, wir brauchen oder Koordination, wir brauchen auch eine Art Prüfvorbehalt. Den hat ja das Finanzministerium, den hat in Teilen auch das Justizministerium. Aber es gibt niemanden, der zum Beispiel eine Digitalverträglichkeitsprüfung von Gesetzen vornimmt. Da gibt es einfach niemanden. Ich glaube, deutsche Politik würde anders aussehen, würde zu anderen Ergebnissen kommen, wenn es diese Digitalkompetenz koordinierend und prüfend an zentraler Stelle gäbe. Das heißt aber nicht, dass, weil digital heute alles ist, dass man sozusagen alle Ministerien, im Endeffekt können sie die abschaffen, ja, und bündeln alles in einem riesen Digitalministerium. Das wird keinen Sinn machen. Wir haben jetzt schon sehr viel über ich sag mal, positive Innovation und die Zukunft gesprochen, wie sie uns hoffentlich dann auch in eine Vorreiterposition bringen wird. Ein Thema, was dabei immer wieder aufkommt, wo wir, glaube ich, viel Sorge haben und haben sollten, ist die Sicherheit bei all diesen Themen, die IT-Sicherheit. Da kam auch in Ihrem Bericht noch einmal deutlich raus, dass es um Cybersecurity und IT-Sicherheit gerade in großen Unternehmen in Deutschland noch nicht so gut steht. Was kann der Bund da tun, um zu unterstützen? Was muss der Mittelstand tun, Großkonzerne? Thema IT-Sicherheit, was müssen wir da noch alles tun, Frau Zypries? Nach wie vor ein Riesenthema und wird auch immer eins bleiben. Ja. Deswegen kann man nur sagen, man muss sich schlau machen, dabei helfen wir. Also wir helfen auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums, speziell für den Mittelstand, haben wir Angebote, ich weiß nicht, ob Sie die kennen oder ob es... Ja, also gibt es wenigstens ganz viele, wo wir helfen, also Software kostenlos bereitzustellen, Hackerangriffe zu bekommen, um zu gucken, ob der Laden dann sicher ist und alle solche Sachen. Also da machen wir viel für den Mittelstand speziell. Wir haben natürlich das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie, was dem Innenminister untersteht und was... auch eine Menge an Angeboten macht, auch für Privatpersonen, auch für mittelständische Unternehmen. Von daher würde ich sagen, es gibt ganz viel, aber natürlich muss sich jeder selber kümmern und muss erstmal definieren,
was habe ich eigentlich und wo muss ich hin und was muss ich ganz besonders sicher machen. Und es gehört auch ein bisschen Aufklärung dazu, weil manche Leute glauben ja immer noch, dass die Festplatte im Keller sicherer ist als die Daten in der Cloud. Das ist ja auch ein weit verbreiteter Irrtum für meine Begriffe und da muss man einfach auch ein bisschen aufklären und den Leuten nochmal sagen, was jetzt eigentlich State of the Art ist. Also Volkswagen hat sich mit drei anderen Unternehmen zusammengetan, hat hier ein Unternehmen in Berlin gegründet, wo es genau um dieses Thema Datensicherheit geht und ich glaube, da versuchen wir natürlich mit den drei anderen zusammen erstmal Vorreiter zu sein, aber um andere Unternehmen natürlich dann, wenn wir eine vernünftige Datensicherheit hergestellt haben, die wir meiner Meinung nach noch nicht haben bei Volkswagen, dann natürlich auch andere davon profitieren zu lassen. Also das Thema Datensicherheit, wenn man sieht, wie viele Hackerangriffe wir bei Volkswagen haben pro Tag, wenn es natürlich um Technologietransfer oder Raub geht, dann muss man ganz einfach sagen, da ist noch eine Menge zu tun. Und ich glaube, den Weg, den wir da beschreiten als Unternehmen, ist der richtige. Es ist noch eine Menge zu tun. Wir sind nun schon am Ende dieses Panels angelangt. Wir möchten uns jetzt, glaube ich, alle fünf noch einige Startups hier auch anschauen und werden uns jetzt noch ein bisschen hier auf der Messe bewegen. Eine Frage habe ich noch, weil es mich wirklich auch persönlich immer wieder interessiert. Wir lernen wahnsinnig viel im Zuge der Digitalisierung. Es wird aber immer alles schneller. Man sagt aber, man solle ja nie auslernen. Deswegen meine Frage, was haben Sie denn eigentlich zuletzt gelernt? Kann was ganz Kleines sein? Frau Villalba, ich fange mal bei Ihnen an. Was haben Sie denn zuletzt gelernt? Vorgestern meinen neuen Laptop mit dem Teamviewer auf den Server, den Zugriff selber zu machen. War nichts Besonderes, aber... Komplett selber gemacht? Ja, ich musste... Ja, ja, klar, es blieb mir ja nichts anderes übrig, es war keiner da. Sehr schön. Das ist wie bei mir. Bei mir war auch niemand anderes da. Ich habe gelernt, mit meinem Smartphone meinen Rasenmäher zu steuern. Oh. Das ist die Verbindung von alter und neuer Welt. Okay. Aber alles bis jetzt IT, interessant. Frau Zypries, was haben Sie gelernt? Mein Staubsauger geht ohne Smartphone, ganz alleine, deswegen brauchte ich das nicht sein. Ich weiß gar nicht, was Anwendungen anbelangt, fällt mir ehrlich gesagt gar nichts ein, was ich aber heute Morgen gelernt habe. Was ich teilen würde, ist, dass wir im Energiebereich, also in der Verteilung von Energie in Deutschland, im Sparen von Energie durch Smart Grids und sowas, inzwischen einen richtigen Quantensprung gemacht haben. Der Staatssekretär Barke hat gerade von einer Veranstaltung gestern berichtet und gesagt, wir sind da jetzt inzwischen richtig gut aufgestellt. Und Thorsten, vielleicht ein Anreiz für eure nächste Messe, da doch noch mal ein bisschen auf den Energiesektor zu gucken. Es gibt nicht nur die Pleite von SolarWorld, sondern es gibt ganz viele andere, die mit Smart Grids richtig gute Sachen machen hier. Gut, ich hatte heute Morgen gerade einen Totalausfall von meinen beiden iPhones und da sich das Passwort selbstständig gelöscht hat, habe ich selber wieder, ja, weiß ich auch nicht, da muss ich nochmal eine IT nachfragen bei uns, wo dran das gelegen hat, aber habe ich auch wieder hingekriegt, funktioniert. Aber schon schwierig, ohne Kontakte, ohne E-Mail-Account, ne? Also absolut. Nichts zu haben, das wäre wirklich. Aber du musst erst mal überlegen, welche Telefonnummer rufst du an, ne? Genau. Aber interessant, wie war die eigentlich? Wie war die Nummer für den IT-Support, den man leider nicht mehr anrufen kann, das ist nicht gut. Hat aber alles hier mit, fast alles mit Technik zu tun. Ich freue mich sehr, dass wir diese halbe Stunde hatten. Vielen Dank an Herrn Osterloh, Frau Zypries, Herrn Rohleder und Frau Villalba und natürlich auch an Sie und euch. Ich freue mich jetzt sehr auf eine Reihe hoffentlich sehr interessanter Start-ups. Dankeschön. Okay, thank you very much. Leah Steinacker and all of our panelists, I really appreciate your contributions. I can tell our audience did a lot of smiles. I invite you to exit stage left and continue the discussion on the sidelines of our event. That's part of what this is about, networking, making connections, and finding partners and new ideas. So.